Alle 1-4, na gut. Bom. Sehr gut, das war Nummer C. Ah, na, runter. Du kommst hier wieder dran hier. Ha! Bom. Tja. Bam. Das war die erste Welle. Oh Mann, da kommt noch einiges, glaube ich. Ach, was soll's. Angriff! Was ist das für ein Vieh? Eisenritter, Version 63. Wie viel Leben hat der? 4000. Oha. Anfällig gegen Feuer. Wieso nicht gegen... Vielleicht doch kein Machina-Heini. Ich weiß es nicht. Gemacht gar. Lohnt sich ja kaum. Na, trotzdem. Hast du ein Spezial für mich? Eher nicht. Und weg. Flammenwurf, mir egal. So. Lulu. Ab geht's. Gib ihm, was er haben möchte. Zack. Nein, es hat nicht gereicht. Dann darf Wacker ran. Ich bin mal so frei. Bom. Bom. Ha, ha, ha. Easy. So. Nächster. Ihr könnt ruhig in größeren Gruppen kommen. Habt dann vielleicht eine größere Chance. Aber ich brauche hier gerade zu viel MP bei ihm. Oh, ich habe kaum noch was. Ja, das wird schon dafür nicht mehr. Ey, aber zu wenig MP. Also auch vor allem einfach zu wenig, um das zu heilen. Das ist total schlimm in dem Spiel hier. Ich habe einfach nichts Vernünftiges für MP-Heilung. Verstehe ich gar nicht. Aua. Guck mal, hier beordne ich hier gleich drauf. Katsching. Rico, ich brauche Heilung. Mal wieder. Oh, hast du was zum MP-Heilen noch dabei? Nee. Hast du eben nicht. Um die Hälfte? Oh, krass. Wenn es auch gegen Bosse wirkt, dann ist es ziemlich gut. Dann soll ich das echt vielleicht dafür aufheben und nicht für andere Sachen. Schwarzstein kann man echt eine ganze Menge machen irgendwie. Komm, das darf Auron machen. Nee, warte, eigentlich. Ach, ist egal. Ist egal. Die Musik ist jetzt zurückhaltend gerade irgendwie. Könnte krasser sein. So. Ah, der will gar nicht mehr bekämpfen. Gut, okay. Ja, wenn ich will, der hat schon. Alles okay. Das ist völlig in Ordnung. Der Metzel. Mighty Mouse. Ja. Eins. Bitte bring einen um. Noch einmal den Typen. Nein, den ganz links. Den ganz links. Oh. Oh oh. Au. Jetzt wird's aber knapp. Mit dem Leben. Auron. Er heißt Auron, weil ihm vieles wehtut. So, Lulu muss bleiben. Denn die muss gleich feuern. So. Auron muss da bleiben, damit er geheilt werden kann gleich. Und hier muss Rico rein. Nein, das ist Wacker. Rico ist die da. So. Und ab dafür. Hui. Ja, ja, schon gut. Und noch einmal Spezial. Ah, ich komm zum Gegenteil, weil sie so viel Schaden machen, die Gegner. Ich heile zwar mehr als die, aber nicht so viel. So.
Noch einmal allen Medizin benutzen, bitte. Flop. Echt eine wichtige Sache bei mir gerade, das Medizin nutzen hier. So, jetzt weg damit. Haha. Du bist so cool, Auron. Nur der Bart geht gar nicht. So. Oh. Wie viel denn noch? Ach, guck mal. Ein neuer Gegner. Schön. Hau ab. Nein. Hau ab. Ich sag schon mal auf. Ah, bis ins Herz. Oh. Zack. So. Oh, wir rücken vor. Schön. Ich hole mal Kimari ran. Vielleicht hat er ja was für mich. Das sieht für mich alles aus wie Dingens hier. Machina, was die benutzen. So, komm mal ran. Nein. Lulu macht ihn bestimmt tot mit einem Angriff, oder? Ich hab nicht vor zu sehen, dass der mich angreift, denn der macht bestimmt was ganz Böses, solange wie der braucht. Stirb! Was? Schon ich jetzt gegen Folge anfällig? Au, und ja, es war böse. Er ist gegen Folge, das gibt's doch nicht. Das ist die Anfälligkeit? Au. Gott, er, das gibt's doch nicht. Ist das Folge so schwach gewesen? Das war der allgemein magieresistente Typ. Muss wohl. War es das jetzt ja, bitte? This has gone far enough. Stop. Na klar, jetzt verstecken wir es eben gerade, oder was? You would play at marriage just for a chance to send me? Your resolve is admirable. All the more fitting to be my lovely wife. Stop! Do you not value your friends' lives? Your actions determine their fate. Protect them, or throw them away. The choice is yours. Warum ist jetzt auch gegen mich, der Typ? Der wäre ein bisschen schlauer. Mal sie ja noch lebt. Irgendwie. You are wise. Das sieht ja unecht aus, der Kuss. Was zu erwarten war. I am sorry, but it is for Yevon.
Aren't those weapons forbidden by Yevon? Wollte ich auch schon anmerken. There are exceptions. Warum zittert er denn so? No! Throw down your weapons. Let them go. Or else. Das ist aber ein recht hübsches Teil, muss man dazu sagen. Das war jetzt. Ich hätte es als schießt trotzdem interpretiert, das Signal. Leave now, please. You're coming with us. Don't worry, go. This is foolish. If you fall, you'll die. Ach nein. Das ist ein fettes Gesicht irgendwie, das erst bei dir grinsen. Sieht eklig aus. I can fly. Believe. Na, Eons oder was? Und tschüss. Aber wie soll man wieder entfliehen, wenn du den Trumpfkarte nicht mehr hast, du dich runterstürzen willst? Wie dumm. Hä? Wie dumm ist denn das gerade von der Story her? Jetzt können mich trotzdem erschießen, die Typen. Die haben doch kein Druckmittel mehr jetzt. Also ehrlich. Was soll denn der Quatsch? Wer denkt sich sowas denn aus? Es ist total sinnlos. Rückwärts fliegen, ja? Ist interessant. Cover your eyes! Jetzt können wir es aber erschießen. Bumm. Ja, guck schön rein ins Licht, du Idiot. Vor allem, sie riecht, sie ruft noch Augen zu. Und er ruft rein. An all-bed flashbomb. Ja, dachte ich mir so. Let me go! I'm gonna kill that Seymour. Nochmal? Yuna said leave. We leave. Apropos, wenn man den doch mal tötet, was ist dann in seinem jetzigen Zustand? Wird er dann in seiner Existenz ganz ausgelöscht? Where'd Yuna go? The Bell Palace is temple. Yuna goes to one place only. The Chamber of the Faith. Warte, ich will zum Zurück- und Speichern-Sphären-Ding. It's too quiet. A trap? Who cares? Yuna's waiting for us. Huh? What's a machina doing in the temple? Yeah. I suppose it comes in handy. That's not what I mean. The teachings. What about the teachings? Hey, don't look at me. Echt, hey. Alles verlogene, heuchlerische Bastarde. Nein, warte, stopp, nein, ich wollte zurückgehen. Another machina? Man. So this is Yevon's true face. Tja. They betray their own teachings. Und darum kommt wahrscheinlich Sin immer zurück. They treated us like dirt. Ja, ja. Ich will zurück. Ich muss nochmal speichern, aber uns. Ja, jetzt darf ich zu Fuß laufen, oder was? Hoffentlich kommen keine Kämpfe hier. Toll. Runter fix, aber hoch. Boah. Zum Hochlaufen wäre anstrengender als runterlaufen normalerweise. Gemeinheit. Und keiner kommt auf die Idee, uns zu verfolgen. Wir sind doch bloß weggerannt. Die Wirkung der Blitzbombe ist doch längst verflogen, oder was? Und das ist ja bloß ein einziger Weg, den ich laufen konnte. Also müssten die direkt hinter mir sein. Mann, das ist alles so unlogisch. Das ist so unglaubwürdig hier inszeniert gerade. Es ist unglaublich. Es ist so unglaubwürdig. Es ist so dumm. Ich verstehe das nicht. Ich möchte Protest einlegen. An der Stelle. Tja.
Jedenfalls, wen überrascht es, dass die christlichen, ich meine natürlich die Gläubigen, Heuchler sind und eigentlich selbst nicht, sich nicht daran halten, was sie predigen. Ist ja nicht so, als hätte man sowas nicht mal in realen Welt auch mal erlebt. Komm an, Albert. The entrance to the trials. I wonder if Uni's really in there. Wer weiß, wer weiß. Let's go and see. Let's go. Weil es schon komisch ist, dass der Weg von dieser Zeremonieebene nur hierher führt und hier in der Sackgasse ist. Das heißt, man muss irgendwie hinkommen, aber das ist. Naja. JVCV, das wusste ich schon, danke. Ach, nur eine Sphäre. Toll, ich bin extra zurück. Wie laufe ich denn zur Sphäre zurück, wenn hier nur eine Sphäre ist? Oh Mann, es ist auch wieder. Nochmal speichern, weil ich es kann. Sag ich bloß. Oder B. Mann, das tut alles so weh. Ja, ein Tempel. Kommt mir ein bisschen bekannt vor hier. Flop. Ah, cool. Ich werde teleportiert. Aber das ist mal nicht Hardcore Machina-Technologie ist hier. Naja. Aber ganz ehrlich, nach dem... Richtung bestimmen, okay. Nachdem Teil 7 und 8 ja teils technologisiert und teils sogar hochtechnologisiert waren und 9 halt nicht mehr so, wäre es halt irgendwie... Ach so. Wäre es irgendwie schon ein bisschen komisch, wenn es hier auf einmal auch gar nichts mit Technologie. Oh, es wird, glaube ich, verwirrend hier. Ich möchte... Hallo. Gib her. Was passiert jetzt? Ich habe das Gefühl, das hier wird ziemlich kompliziert. Ich komme da nicht lang ohne das Ding. Na toll. Bringt es mir gar nichts, die Richtung zu bestimmen. Hier war es noch nicht. Oder für einen zweiten Steroiden. Ganz toll. Lalala. Ach, wieder zurück. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nicht zurück. Na. Hier ist gut. Einmal runterfahren. Ah, es ist, verwirrt überhaupt nicht zum Glück. Ich weiß genau, was ich hier tue. Ja. Richtung bestimmt ist auch gut. Ich drücke A und ich weiß gar nicht, welche Richtung ich anpeile dadurch. Naja, ich wollte eigentlich nach links und rechts gerade weiter nach runter. Also das zur Richtung bestimmen. Wenn ich A drücke, wird einfach nur bestätigt, ob ich was machen möchte oder nicht. Ah. Aber ich scheine hier richtig zu sein. Immerhin. Plopp. Jetzt passiert was. Schieb. Oh, es wird bestimmt super ätzend hier, das Pupo ohne Stück zu finden. Oh, Spezialsequenz gerade? Nee. Das irritiert mich gar nicht zum Glück. Ich will gar nichts machen gerade. Ich muss jetzt aber, ich muss A drücken. Und sonst passiert nichts. Ich kann also nach oben fahren an der Stelle gerade. Was kann ich denn daran bestimmen an der Stelle, wenn ich eh nach oben fahren kann? Hä? Richtung bestimmen. Ja, welche Richtung denn? Ich konnte keine Richtung bestimmen. Ich musste einfach so fahren. Mann. Links lang bitte. Nein, ich will links. Ich wollte links lang. Ach so, der Zeiger. Nee. Ach, ich weiß auch nicht. Nimm mal den einfach jetzt. Tu ihn da rein. Mann. Jetzt komme ich mal runter, ja? Also weiter und nach unten. Hier soll man durchsehen. Ja, voll Blut gemacht, das Ganze. Und wir plumpsen runter. Ich glaube wirklich, wir runterplumpsen gerade. So, rechts oder links kann ich aussuchen. Kann ich eben nicht. Ich kann nur... Das ist auch random. Warte.
Ach, warte. Ah. Der Fall wirklich automatisch. Okay. Ich kann doch... Es ist jetzt halt dumm gemacht. Schon wieder. Nee, warte. Warte kurz. Ich will nicht durchfahren. Ich hält dich automatisch an dann. Oh. Toll. Ist hier mal eben was zum Speichern? Ich kann mal speichern, erst Pause machen. Passiert. Doch, passiert was. Ich bräuchte aber noch einen Steroiden. Ist hier das Purple-Ding? Könnte bald sein, ha? Jedenfalls, hier bin ich falsch. Ah, oh, und setz ein. Nein, nicht nichts tun. So. So, liebe Leute, ich glaube, ich werde diesen Tempel aber erst beim nächsten Mal machen. Auch wenn ich von vorne anfangen muss, dann möchte ich. Hab jetzt nicht so die Lust tatsächlich und auch nicht so. Nein, warte, da will ich nicht lang. Oh, ich wollte eigentlich zurück. Toll. Geradeaus. Achso, ist auch noch gerade. Guck mal, ich bin einfach gerade ausgestellt da vorne. Doch nicht. Stopp! Ah. Jetzt hat er angehalten. Ist hier nichts zum Speichern? Beim letzten Teil auch was zum Speichern gewesen. Ich möchte ungern wieder rausgehen. Mehr ist hier auch nicht. Hier ist ja gar nichts. Aber warte, ich kann. Nein, ich kann ihn da weiterschieben, ja? Ja, das geht. Ich will nur ganz kurz gucken, was zum Speichern hier sein sollte, weil dann, naja, wäre es ganz gut. Das muss ich eben nochmal alles von vorne machen. Aber ich glaube, das stört mich hier nicht so sehr. Ach toll. Sackgasse. Und zurück. Liebe Leute, es ist mir ein bisschen zu blöd, für heute den Tempel zu machen. Deswegen beim nächsten Mal dann. Und wir sehen uns. Also bis dahin. Ciao.